Trotz Corona, trotz Lockdown, trotz großer Herausforderungen haben wir gemeinsam viel für unsere Kunden erreicht. Wir haben das erste ESG-Linked-Schuldscheindarlehen für Aurubis platziert. Als Unternehmen der Grundstoffindustrie in Europa nehmen wir natürlich hier eine klare Vorreiterrolle ein. Nachhaltigkeit ist bei uns nicht nur ein Lippenbekenntnis. Wir leben das in allen Bereichen des Unternehmens und schließlich auch in der Finanzierung. Ein Schuldschein mit nachhaltiger Komponente hat eine hohe Investorennachfrage in der Grundstoffindustrie. Und das hat diese Transaktion, die wir zusammen mit der DZ Bank aufgesetzt haben, deutlich gezeigt. Wir waren bei der 900 Millionen Anleihe für die Deutsche Bahn im Lead. Mitten in der ersten Corona-Welle hat sich die Deutsche Bahn als nachhaltiger ESG-Emittent entschieden, den Euro-Corporate-Bond-Markt in Anspruch zu nehmen. Das geplante Volumen waren 500 Millionen am Anfang und durch die große Investorennachfrage konnten wir ein finales Volumen von 900 Millionen generieren. Das finale Orderbuch belief sich dabei auf 3,85 Milliarden. Unser Haus erreichte im vierköpfigen Konsortium die höchste Investorenabdeckung inklusive einer genossenschaftlichen Nachfrage seitens der Volks- und Raiffeisenbanken und der Union in Höhe von 390 Millionen. Und das war in diesem Marktumfeld wirklich eine erstklassige Leistung. Wir haben uns exklusiv die Münzgeldversorgung von DM gesichert. Cash Logistik und die DZ Bank waren bisher für etwa 20% der Münzgeldversorgung von DM verantwortlich. Einerseits das attraktive Pricing und andererseits abwicklungstechnische Vorteile haben uns überzeugt, die Münzgeldversorgung in die Hände der DZ Bank zu legen. Im Bereich der Girocard-Transaktionen hat sich der Anteil der DZ Bank von 25% auf aktuell rund 55% erhöht. Wir freuen uns, dass sich die jahrelange Vertrauensbasis für beide Seiten so positiv weiterentwickelt. Wir bringen Pay-Per-Use auf den Weg. Wir haben uns 2020 im Innovation Lab mit Pay-Per-Use und den sich daraus ergebenden Geschäftsmodellen beschäftigt. Pay-Per-Use birgt Chancen für die gesamte genossenschaftliche Finanzgruppe. Grundsätzlich ermöglichen wir mit unserer Pay-Per-Use-Lösung den Firmenkunden der Volks- und Raiffeisenbanken einen schnellen Einstieg in die Blockchain-Technologie. Wir sind eine der ersten Banken, welche die DLT-Welt mit der Welt des konventionellen Zahlungsverkehrs verknüpft. Damit sehen wir uns und die genossenschaftliche Finanzgruppe gut gewappnet für die künftigen Anforderungen, die sich aus Industrie 4.0 und den Entwicklungen rund um digitale Währungen ergeben. Wir haben unseren zweiten Green Bond an den Markt gebracht. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem zweiten Green Bond erneut unser Engagement für den nachhaltigen Kapitalmarkt unter Beweis stellen konnten. Die konsequente Ausrichtung auf Qualität bei der Auswahl nachhaltiger Finanzierungsprojekte, Governance wie auch ein jährliches Reporting ab dem Emissionstag haben zu einer bestmöglichen grünen Bewertung bei S&P geführt. Wir sind sehr dankbar, dass wir auf eine so große Nachfrage seitens der Investoren getroffen sind. Das Emissionsvolumen in Höhe von 250 Millionen Euro war mehr als 3,5-fach überzeichnet. Das weckt natürlich Lust auf mehr. Und haben den zweiten Social Bond im Schur-Programm der EU aufgelegt. Aufgrund unserer langjährigen guten Beziehung zur EU gehörte die DZ Bank zu den 5 internationalen Banken, die den zweiten Social Bond der EU auflegen durften. Dieser bestand aus 2 Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 14 Milliarden Euro, wobei die Nachfrage bei 175 Milliarden Euro lag. 2021 wurden wir bereits für 2 weitere Anleihen der EU mandatiert. Damit ist die DZ Bank die weltweit führende Bank bei der Zusammenarbeit mit der EU. Verlässlich, kompetent und leistungsfähig. Auch in Zeiten großer Herausforderungen sind wir ein starker Partner für die Volksbanken, Raiffeisenbanken und unsere Kunden. DZ Bank, die Initiativbank.